die Bauwerke ihre Entstehung und ihren Zweck, sowie die nach Süden gerichtete Eroberung und Ausdehnung und auch der Einfluss der Ägypter auf die asiatischen und amerikanischen Völker liegt im Weltraumfahrtprogramm, das die Ägypter unter größten Sicherheits- und Geheimhaltungsmaßnahmen als großartigste Zivilisation mit 1 Million Menschen kennzeichnet. Anders wie der Ungläubige vermuten würde, haben sich die Ägypter nach Süden ausgedehnt, in Afrika hinein, obwohl die Feldzüge nach Norden, gingen zuerst gegen die Hethiter, Klammer auf Türkei, Klammer zu, und auch Eroberung bis zum Euphrat, Klammer auf Irak, Klammer zu, hinterließen die Ägypter nie irgendwelche Spuren. Sie errichteten noch nicht einmal Festungen außer an der Mittelmeerküste, den heutigen Israel, weil die Ägypter nie ein Interesse an der Ausdehnung nach Norden hatten. Die bedeutendsten Bauwerke, ihre Tempel und Pyramiden, errichteten sie in den ersten 1 bis 6 Dynastien am oberen Nildelta, ihre zweite wichtige Bauphase in der 11. und 12. Dynastie errichteten sie ihre Bauwerke am mittleren Nil, beim Tal der Könige. In der dritten wichtigen Bauphase der 18 bis 20 Dynastie errichteten sie ihre Bauwerke am unteren Nil, bis ins heutige Sudan hinein. Der Grund für die Ausdehnung nach Süden liegt im Weltraumschiffprogramm der Ägypter, die ihre Pyramiden als Startbasis benutzten und ihre Tempel als Treibstoffdepots. Ihre erste Pyramide, die Stufenpyramide des Königs, Klammer auf Pilot, Klammer zu, Djoser, in Saqqara, Klammer auf Saqqara, Klammer zu, diente dazu, um auf ihren Stufen ein Raumschiff zu bauen, genauer gesagt, ein mit Wasserstoff gefülltes Luftschiff mit 180.000 Meter Kubik, Klammer auf etwas weniger als die Hindenburg, Klammer zu, und einen Ionenantrieb auf Sonnenenergiebasis. Für die Herstellung des Wasserstoffs benutzten sie Stiere, deren Mägen angezapft wurden und deren Gase in Tierorganblasen aufgefangen wurde, zuerst im Serapeum, Klammer auf auch in Saqqara, Klammer zu, das während der gesamten 1 bis 20 Dynastien im Betrieb war und dann auch im Jubiläumspalast Ramses II in der 20. Dynastie in Theben, sowie vorher im Osiris, Klammer auf Stier, Klammer zu, Tempel in Abydos, Klammer auf 19 Dyn, Klammer zu, und den Palast, Klammer auf Tempel, Klammer zu, von Pilot Amenophis II in Luxor, Klammer auf 18 Dyn, Klammer zu, im Osiris, Klammer auf Stier, Klammer zu, Tempel in Abydos, befinden sich 18 Räume, die 40 Meter lang x% m, breit x10 m hoch sind. Im Ramesseum, Tempel von Ramses II in Theben, befinden sich 100 dieser Räume, teilweise größer, teilweise kleiner. Im Jubiläumspalast Ramses II in der 20. Dynastie in Theben befinden sich 28 Räume, die 20 Meter lang x4 Meter breit x10 Meter hoch sind. In diesen Räumen wurden die mit Wasserstoff gefüllten Tierblasen aufbewahrt, bevor sie im Pyramidenluftschiff verbaut wurden. Es wurden Millionen von präparierte Tiermumien bei den Tempeln gefunden, mehrere Millionen von Tiermumien, also in kleine Tongefäße verpackte, einbalsamierte und ihre inneren Organe komplett entfernte, für ein Begräbnis präparierte Tierkadaver. Millionen. Diese Millionen von inneren Tierorganen, sehr wahrscheinlich ein Berg von Organen so hoch wie der Kölner Dom, wurden dazu verwendet, um Wasserstoff aufzufangen, zu transportieren, umzufüllen und zu lagern. Man stach bei Stieren, Klammer auf, die durchaus 20 Jahre lebten, Klammer zu, in den hinteren Rumpf mit einer Kanüle und zapfte so den gashaltigen Magen dieser Tiere an, wo sich bei der Verdauung Gase bilden, darunter Wasserstoff. Man leitete diesen Wasserstoff in Tierblasen, um sie aufzufangen. Monsun, Klammer auf Arab. Mausin-Jahreszeit, Klammer zu, im Sommer Indiens nach Norden, im Winter nach Süden. Alexander der Große hatte offensichtlich Ägypten als Ziel, als er, Klammer auf Mazedonier, Klammer zu, mit den Griechen loszog. Er schlug die Perser, aber dann marschierte er nach Ägypten, eroberte Ägypten und etablierte Alexandria an der Mittelmeerküste, um nachhaltig die ägyptischen militärischen Pyramidenluftschiffgeheimnisse zu vernichten. Erfolgreich. Er ging zum ägyptischen Orakel, obwohl er nie das griechische Orakel in Delphi befragte, und dann zog er los, um die asiatischen Gebiete, die den Ägyptern aus ihrem Raumfahrtprogramm bekannt waren, zu erobern.
Er und seine Griechen haben die ägyptische Kultur vernichtet, so dass selbst Kleopatra nicht die Hieroglyphen an ihren eigenen Pyramiden lesen konnte, weshalb die ägyptischen Hieroglyphen erst offiziell 1850 wieder lesbar gemacht wurden. Das stimmt. Es war General Napoleon, der Ägypten eroberte. Warum eigentlich, fragt sich keiner, und dessen Forscher die Geheimnisse wiederentdeckten, nach Frankreich brachten und entschlüsselten. Daraufhin verließ Napoleon seine Truppen, um in Frankreich zum Kaiser, Klammer auf Pharao größer als Cäsar größer als Kaiser, Klammer zu, gekrönt zu werden. Während seine Truppen in Syrien von den Engländern gefangen genommen wurden, Klammer auf, kein Scherz, Klammer zu, und im Austausch gegen Geheimnisse der Ägypter von den Engländern nach Frankreich verschifft wurden. Holla die Waldfee, jetzt brennt der Wald. Die Engländer haben dann ganze Horden von Grafen und Lords losgeschickt, um jeden Quadratmeter Ägypten umzugraben. Solche Scherze haben die Engländer sonst nie in ihren Kolonien gemacht. Kein Lord hat Ur ausgebuddelt oder Angkor Wat oder Zulu-Town. Nix, nur Ägypten hat sie intensiv interessiert, während die Deutschen nur als Beispiel Troja und Babylon ausgegraben haben und alles nach Berlin schleppten, was sie fanden. Und als wenn das nicht schon Beweis genug wäre, traten die Amis auf die Bildfläche, nachdem sie Spanien 1899 niedergerungen hatten, Klammer auf, sie Florida, Klammer zu, durch Roosevelt. Es war aber F.D. Roosevelt, der die Hälfte seines Lebens auf Schatzsuche war. Er war wohl auf jeder Insel in der Karibik und im Pazifischen Ozean, um Privatlöcher im Strand zu buddeln. Er war überall, wo es auch nur entfernt etwas auszubuddeln gab, egal ob von Piratenschätzen oder historischen Krimskram. Ein Name taucht überall auf bei den Archäologen und Schatzsuchern: F.D. Roosevelt. Und was macht er, als er Präsident wird? Er druckt eine Pyramide auf jeden Geldschein, aber das wäre ja nicht Beweis genug, jedenfalls nicht für mich. Nein, er tritt in einen Krieg ein und landet mit seinen Truppen nicht in England, oh nein, nicht wie sein Vorgänger Wilson im Ersten Weltkrieg. Er landet in Marokko und seine Truppen hetzen durch die Wüste ohne Rückendeckung oder Nachschub auf Ägypten zu. Aber die Deutschen werden auf der ägyptischen Grenze von den ansonsten siegellosen Engländern geschlagen und die Amis haben es nur bis Tunesien geschafft. Da zieht sich Rommel nahezu kampflos aus Afrika zurück und die Amis stehen ohne Feind da. Etwa Alliierte, Klammer auf Alliierten, Klammer zu, Fehlplanung, nutzlose Army-Truppen in Karthago, während London bombardiert wird, wohl kaum. Man hat als Trostpreis für die Amis ja das alte römische Imperium. Und als die Amis auch noch Paris plündern wollen, wer steht da in der Normandie mit den Feldstecher, richtig Rommel ausgerechnet, als wenn wir Deutschen keine Generäle hätten. Auf der ägyptischen Grenze war es auch noch wie witzig, ausgerechnet die deutsche Panzerdivision, die scheiterte, die am Anfang des Zweiten Weltkrieges gegen den ausdrücklichen Befehl, quer durch Belgien an die Küste nach Antwerpen gefahren ist, nur um ein Heiligenbild aus einer Kirche zu entwenden. Von denen es heißt, es würde Gesundheit ausstrahlen und das von koptischen Mönchen gemalt wurde, die, na ratet mal richtig, die das größte Heiligtum der Ägypter, Klammer auf das Serapeum, Klammer zu, gründlich verwüstet hatten. Mehr aus Versehen hat diese deutsche Panzerdivision die Engländer nach Dünkirchen gedrängt und auf der ägyptischen Grenze hatten sie dieses Bildchen, Klammer auf Ikone, Klammer zu, zwar dabei, es hat aber nicht geholfen. Aber zurück zum Plan. Es waren die Franzosen, die dann plötzlich zwischen 1800 bis 1900 die Elektrizität, Klammer auf Brennstoffzelle, Klammer zu, entdeckten, die Atome, die Bakterien, den Gerüstbau, Klammer auf Eiffelturm, Klammer zu, und 1852 ein dampfbetriebenes Propeller-Luftschiff, das auch noch fliegt mit Piloten, schlappe 52 Jahre vor den Wrights, die nur 140 Meter schafften beim ersten Versuch. Die Franzosen schafften 29 Kilometer beim ersten Versuch, so viel zum Thema Fliegen und wer als erster flog, dass die Wrights über ein Kuckucksnest flogen ist gelogen, aber der Rest der Menschheit, wer weiß. Folge 21, Cheops landet in Kambodscha, Folge 78, Ramses II landet in Mexiko, Folge 121, Napoleon findet Sethos I Navigationskoffer Timaios im Critias Dialogen des Plato.